Ja, liebe Quetschenfreunde, ihr kennt diesen Herrn bereits von den Lernvideos und auch wahrscheinlich von Social Media, von YouTube, von Facebook, von Instagram. Und heute haben wir mal folgenden Auftrag. Und zwar werden wir heute mal schauen, wer ist der Typ überhaupt und was hat der so gemacht? Wie ist der zur Steirischen Harmonika gekommen und wie ist er überhaupt zu uns gekommen und warum stehen wir heute da, wo wir da stehen? Lieber Ritschi, ich würde das Wort an dich übergeben und sag du mir mal, wer du bist und wo du herkommst. Ja, Stefan, du hast das richtig erkannt. Ich bin der Ritschi Abendung. Viele wissen es schon, ich komme aus Inzing in Tirol. Ist in der Nähe von Innsbruck, eigentlich 20 Minuten entfernt. Und ja, mittlerweile spiele ich mehrere Jahre schon Harmonika. Seit wann spielst du Harmonika? Seit ich angefangen habe. Ein Klassiker. Nein, wann hast du angefangen? Ich habe mit 8 Jahren habe ich angefangen, die Steirische Harmonika zu erlernen und habe dann ja, seitdem eigentlich durchgehend gespielt. Und wie war das bei dir? Du hast mit 8 Jahren hast angefangen, das heißt, du bist jetzt 25. Ja. Du hast angefangen, bei wem hast du gelernt? Mein erster Weg war über die Landesmusikschule in Ziel. Andreas Schreier war mein Lehrer, den ich glaube ich heute sehr viel zum Verdanken habe. Ja. Weil, wie man es halt weiß, ist das dann bin ich in die Jugendjahre gekommen. Und der Andreas war aber für mich immer definitiv ein Motivator in Sachen Lernen und Spielen und hat auch da einen sehr, sehr guten Umgang gehabt. Und dann habe ich eigentlich angefangen, selbstständig Musik spielen mit 14, 15. Haben sich mal die ersten Formationen und Gruppen gebildet. Und so ist das in den letzten 10 Jahren, kann man sagen, das seinen Lauf genommen. Jetzt stelle ich eine sehr indiskrete Frage. Du sagst, mit 14, 15 haben sie die ersten Formationen und Gruppen gebildet. Ja. Wann hast du durchs Musizieren deinen ersten Euro gekriegt? Das weiß ich noch ganz gut. Das ist genau 10 Jahre her. Genau 10 Jahre? Ja. Also mit 15 habe ich eigentlich das erste Mal eine Geburtstagsfeier musikalisch umrahmt und da habe ich meine ersten dazu mal 100 Euro gekriegt. Und das war schon ein bisschen eine prägende Sache, weil ich habe jetzt 10 Jahre später heuer bei dem wieder zum Geburtstag aufgespielt. Und das muss ich auch sagen, das habe ich nie vergessen, wo ich meinen ersten Auftritt gehabt habe und der ist jetzt wirklich tatsächlich 10 Jahre her. Ich finde das ganz spannend, weil das ist bei mir genauso. Den ersten Auftritt, so diese markante Situation, die merkt man sich einfach. Und irgendwie ist das dann auch so der Beginn von einer Reise, die jetzt 10 Jahre dauert hat. Was hast du dann musikalisch weitergemacht? Vielleicht speziell Harmonika oder spielst du sonst Instrumente? Ja, ich habe dann auch noch beim Andreas die Trompete erlernt, mit der ich dann auch im örtlichen Musikverein, Musikkapelle tätig war, aufgrund meiner letzten Jahre zeitlich einfach nicht geschafft tun. Ja. Aber mein Hauptinstrument war immer die Steirische Harmonika. Ich bin dann nach Innsbruck in das Musikgymnasium gewechselt, nach der Hauptschule. Das heißt mit 15 da? Genau, ja. Und das ist im Zusammenhang mit dem Tiroler Konservatorium gewesen. Das heißt, du machst da eine Aufnahmeprüfung und bist noch in einem sogenannten Vorstudium im Begriff mit der Schule. Ja. Das habe ich dann 2 Jahre durchgezogen, aber schulisch haben sich da die Interessen von mir nicht ganz vereinbaren können lassen. Und dann habe ich meine Lehre begonnen und bin aber technisch der Steirischen Harmonika treu geblieben und ich glaube sogar in den letzten Jahren noch mehr treu geworden wie dazu mal. Das heißt, du wolltest auf die Bühne und nicht in die Schule? Ja, definitiv. Ich habe das schon als kleines Kind gern gehabt, weil wir haben jetzt gerade vor kurzem ein Video angeschaut und die Eltern haben gesagt, es war allem, der Papa hat filmen müssen, ich habe eine Plastikzieherkugel und dann ist rund gegangen. Und wenn ich mir die Aufnahmen heute so 25 oder sagen wir 22 Jahre später anschaue, dann war schon der Weg immer Richtung Bühne. Ich tue das auch gern. Ich glaube, das hat man jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten mitgekriegt auf den Social Media Plattformen, dass ich auch einfach für Spaß und Unterhaltung stehe. Und das ist mein Weg und das glaube ich, Gott sei Dank bin ich den so gegangen. Das finde ich jetzt spannend, wie du sagst. Spaß, Unterhaltung, von dem her ergänzen wir uns ja ganz gut.
Und du hast dieser Tage wieder zwei Lernvideos aufgenommen. Und das erste Lernvideo, das du aufgenommen hast, das ist ja entstanden aus irgendeiner Wette. Genau, bei unserem ersten Treffen in der, ja, wann war das? Das war 2020 im Juni. Im Juni. Juli, irgendwie so. Ja, eigentlich aus der Wette auch so. Viele, die Wette ist hängen geblieben. Da haben wir ganz viel Like geschrieben, wann kommt das Lernvideo. Und wir haben ja dazu mal nur eine Stimmung aufgenommen. Stimmt, ja. Genau. Genau. Und haben das dann ein bisschen verzerrt. Und aus dessen haben wir ja eigentlich die Überlegung geschmiedet, ob man dort nicht mehr machen kann. Und jetzt ist aus ein Lernvideo sein eigentlich gesamt jetzt vier geworden. Richtig, und hoffen wir, es werden es mehr. Fällt dir noch ein, was die Wette war für das erste Lernvideo? In mir fällt es nicht. Ja, das weiß ich natürlich. Der Wetteinsatz, der war, du weißt es ganz genau. Nein, ich weiß es nicht. Weiß es nicht mehr. Wenn ich ein Lernvideo schaffe, fährst du ein ganzes Wochenende mit Juhe mit, übernimmst den Bühnenaufbau, Bühnenabbau, Fanshop und das ist eine Aufgabe. Ja, genau. Leider ist dann nach wie vor Corona dazwischen gekommen, aber das wird nicht vergessen. Dazu stehe ich auch. Das sage ich ganz offen und ehrlich. Ich will mir mal vielleicht Unterstützung holen, also wenn das Video jetzt gerade jemand anschaut, der sagt, er würde mich gerne unterstützen, wenn wir da bei Juhe die Bühne aufbauen. Vielleicht bauen wir so ein schwindliges Bühnenelement ein, wo dann der Zierfragenspieler dann plötzlich so verschwindet nach zwei Minuten. Das ist dann euch überlassen, aber nein, das holen wir schon. Ja, nein, mit Juhe, das werden wir nachhören. Mhm. Wie viel habt ihr Auftritte gehabt? Ja, wir waren die letzten Jahren sehr viel unterwegs. Mit Juhe selber, so wie zwischen 60 und 70 natürlich. Ja. Inklusive Promo-Auftritte, Radiogeschichten, gewisse TV- und Videoaufnahmen. Und das hat sich dann natürlich abrupt beendet. Aber man muss das Beste aus der Situation machen. Und wir geben das Gesamt auch sicherlich wieder auf und hoffen, dass wir dann schon irgendwann wieder auf der Bühne stehen können. Das ist richtig, momentan ist das sehr, sehr speziell, aber gleichzeitig ist das ja auch der Vorteil, dass wir jetzt die Zeit haben, dass wir uns da treffen können und dass der Richie auch ein paar deren Videos aufgenommen hat. So, jetzt ist es da, wir gehen jetzt bergauf, und vom bergauf gehen reden, das geht erfahrungsgemäß sehr, sehr schlecht, deswegen würde ich sagen, da bergauf darfst du jetzt einen Marsch spielen. Ein Marsch? Heiland der Welt. Sorry. Ja, richtig. Ich gehe da die Abkürzung hinten und du musst dann das schön ausgehen. Okay. Eine Marsch. Dann spielen wir. Ja, wir haben schon einmal zusammen gespielt. Das ist, glaube ich, ein Traditionsmarsch der legendären Kornburg, oder? Der Marsch der Steirer. Ja, dann. Probieren wir den. Kurze Fragerunde starten. Also, wir stellen uns in die Sonne, das ist ein bisschen wärmer. Ja.
Gerne. Jetzt gehen wir zum Sonnenschein. Du spielst jetzt seit wie vielen Jahren? Wie viel sind das? Wie, du bist 25? Genau. Und mit 8 schaust du aus wie 24 heute. Danke, und mit 8 habe ich begonnen. Das heißt, wie viele Jahre spiele ich, Stefan? 17. Okay, aber seit 17 Jahren spielst du Steirische. Hast du mit einer Dreireihe angefangen oder mit einer Vierreihe? Ja, also ganz klassisch Dreireihe, weil die Vierreihe... War jetzt groß. Ja. Ich bin ganz lang, also ich bin so. Von Haus aus nicht der Größte, aber Vierreihe war, wie du sagst, genau so gewesen. Und dann mit der Dreireihe begonnen und ich bin immer schon brennt auf die Vierreihe und da muss ich auch Gott sei Dank sagen, mein Lehrer hat mich in den Anfangsmonaten eingebremst und im Nachhinein gesehen habe ich auch verstanden, wo, weil es einfach nicht gespielt hat. Ja, du hast die Kraft nicht, wenn du Kind bist. Ne? Genau so ist es. Das ist klar. Also das heißt, du spielst seit nicht ganz 17 Jahren. Was ist dein Lieblingsstück? Gibt es ein Lieblingsstück von dir? Oder was sind die Lieblingsstücke? Ja, es gibt mehrere Lieblingsstücke. Es ist jetzt natürlich abhängig, ob wir jetzt mit Johe spielen, weil das ist natürlich ganz ein anderer Sound, als wenn ich selber spiele. Ein Lieblingsstück, so jetzt auf die Schnelle, es ist jetzt schwierig, ganz ehrlich gesagt. Stell dir vor, wir haben jetzt dann eine Fernsehsendung, ja. Du hast die Chance, die ganze Welt schaut dir zu. Und ganz spontan kommt dann und sagt so, Ritschi, du spielst jetzt da ein Stück. Welches Stück ist das dann? Die Pretulla-Polka. Die Pretulla-Polka. Ja. Ist das dein Lieblingsstück oder das Stück, das du am besten kannst? Das ich am meisten oft gespielt habe. Okay. Nein, es gibt viele Lieblingsstücke. Und ich glaube, das ist auch wichtig für mich, dass ich nicht nur eins habe. Und es sind auch Lieblingsstücke, die ich selbst vielleicht noch gar nicht spiele, aber... Was ich mir für die Zukunft erhoffe, dass ich sie irgendwann erlernen kann. Richtig, man lernt nie aus. Ja. Vielleicht können wir sagen, was bist du eher für, in welche Richtung gehst du? Jetzt gibt es die einen, die spielen nur Polka, die anderen spielen nur Walzer. Ja. Die einen machen es immer nur laut und Rambazamba, die anderen machen Stummmusik. Die anderen dann nur Bayerische spielen. Ja. Was siehst du die da, was gibt dir da am meisten? Also definitiv in den letzten Jahren war mein Traum schon richtig so. Volkstümlichen Musikszene, weil ich finde, wenn auch die volkstümliche Szene gut und lässig spielt, das nach wie vor auch hochwertige Musik sein kann. Ich habe jetzt gemerkt, in die letzten Monaten, wenn ich einmal von dem Radl rausgekommen bin, dass ich auch wieder gern zur echten Volksmusik zurückkomme, da wo ich eigentlich auch rauskomme. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert, aber ich bin da ein bisschen breit aufgestellt. Ich spiele narrisch gern einmal einen schwereren gesetzten Marsch, wo ich jetzt auch wieder die Zeit gefunden habe. Ich sage, jeder Schaden mit einem Nutzen, wo ich mich wirklich dahinter klemme, jetzt auch wieder selber, weil ich einfach auch die Zeit habe. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Faktor. Diese Zeit, die muss man sich einfach nehmen. Und das, was ich in den letzten Jahren vernachlässige und liebe Quetschenfreunde, das ist jetzt wirklich ein Appell an jeden. Nehmt euch die Zeit, das Instrument zu spielen und zu lernen, weil es ist dann im Leben, glaube ich, definitiv ein Erfolg. Und ich merke selber, wie ich die Gaudi habe, auch die Energie, um weitere Sachen zu lernen. Das, glaube ich, hast du jetzt auch in den letzten Wochen bei mir mitgekriegt. Das heißt, du übst nach wie vor und lernst nach wie vor neue Stücke und bildest dich nach wie vor fort. Ja, definitiv. Den Leitsatz, man lernt nie aus. Nehme ich immer gerne in den Mund, muss man wirklich sagen, weil oft bei mir so Fachsimpeln taugt mir das, wenn man sieht, okay, ja, eigentlich hat der wieder recht. Oder einfach wieder, wenn einer in gewissen Sachen besser ist, lasse ich mich da gerne belehren und probiere es dann natürlich umzusetzen. Man kann nicht der Beste sein. Das ich glaube, in so einer Disziplin wie Musik, da gibt es auch keinen Maßstab, woran das gemessen werden kann. Ja. Weil beim 100-Meter-Lauf, da gewinnt der Schnellste, aber nur in der Musik, das ist so vielfältig. Ja. Was man sagen kann, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht, oder es kommt auch beim Publikum oder es kommt nicht. Das glaube ich, ist das Einzige und das ist sehr, sehr subjektiv. Ja. Du komponierst auch, oder? Ja, also zum Komponieren bin ich eigentlich gekommen, anfänglich nur Instrumentalmelodien. Und dann, seit man mit der Tanzmusik, haben wir jetzt zwei CDs aufgenommen und da komponiere ich immer wieder. Da muss ich jetzt ehrlich eingestehen, habe ich zu wenig Zeit. Da muss man sich genau dahinter klemmen, auch wie
ans Üben. Und da ist mir einfach wichtiger, dass ich am Instrument mich selber nach wie vor weiterbilde und auch mit meinen Lernvideos in den anderen Harmonika-Schülern weiterhelfen kann. Ja, das ist cool. Ja, Richie, ich weiß es. Viele, die das Video anschauen, wissen es wahrscheinlich auch. Du hast einen ganz, ich sage mal, brutalen Bohrischen komponiert, wenn man das so sagen kann. Du komponierst ja alles, haben wir jetzt schon gehört, genau. Aber dieses Stück, wie ist das zustande gekommen? Ja, der ist wirklich brutal zustande gekommen. Wir haben da aufgenommen in unserer zweiten CD und haben eigentlich alle Titel beieinander gehabt und wir haben eigentlich ausgemacht, immer ein Harmonika-Solo ist auf der CD und Toni natürlich auch von der ersten geschaut, dass es eine Eigenkomposition ist. Ja, und dann ist Tag X da gewesen. Also Tag X, das ist jetzt quasi der Tag, wo du ins Studio fährst und aufnimmst. Genau, haben die ersten Titel eingespielt, passt, und dann haben die Burschen im Fokus, was machen wir denn eigentlich von Instrumentalen? Ich sag ja. Dann haben sie gesagt, wir brauchen einen. Also, ja, das ist mir auch klar. Im Endeffekt, erster Studiotag erledigt, ich bin heim und bin jetzt sicher geholt und dachte so, Richie, es war jetzt gut, wenn dir was einfallen tat. Und dann ist eigentlich so, ist mir der wirklich, ich habe schon ein paar Grundsätze im Kopf gehabt, aber keine Ahnung gehabt, wie ich das zusammensetzen soll. Und dann ist der mit wirklich, weil ich ein bisschen an Druck gekriegt habe, dann entstanden. Und die ersten Töne sind dann kurz vor der Aufnahme nochmal umgetan worden, weil es mit einer anderen Melodie von mir zu ähnlich gewesen war. Und so ist eigentlich der Bohrische entstanden und hat eigentlich bei den Harmonika-Spielern recht einen großen Anklang gefunden. Gibt es zwar noch nicht als Lernvideo, aber ist definitiv vorgemacht für die nächste Aufnahmesession. Sehr gut, ich würde sagen, es hat dort zwar jetzt gefühlte minus 17 Grad mit ein bisschen Wind. Ja. Bevor du jetzt uns diesen Bayerischen spielen wirst, habe ich noch eine letzte Frage. Ja. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir da das Video machen können. Sehr und gerne. Da auch so offen dein Leben da zur Schau stellst, ja. und sagst, was los ist. Wenn du jetzt sagst, ich könnte noch eine Weisheit mit allen Quetschen Spielern teilen, die es so gibt auf diesem Planeten, was wäre das dann? Gute Frage, definitiv, weil ich es selbst aus Erfahrung kenne, sich selber treu bleiben, dem Instrument die Gaudi übermitteln, nach außen hin, das ist ein brutal wichtiger Faktor, weil man merkt, was vor Begeisterung durch das Quetschenspielen ins Leben gerufen wird. Eifrig üben, auch wenn es einmal vielleicht nicht ganz rund läuft, kenne ich aus eigener Erfahrung. Und einfach dem Motto, was man sich setzt, mit Harmonika spielen, treu bleiben und die Freude am Spielen nicht zu verlieren. Sehr schön. Richie, danke dir. Und jetzt würde ich sagen, da überlasse ich dir komplett das Solo durchs Sendertal. Ja, weil es ja so kalt ist, gell? Ja, richtig. Überlasst du mir nicht. Thank you.